Einen wunderschönen guten Morgen. Guten Morgen. Wir sind immer noch in diesem wunderschönen, ich mach's mal da hinten hin. Ich zeig's mal da. Ja, an diesem wunderschönen Ort hier. Genannt Geiranger. Korrekt. Nicht Geiranger, um das nochmal zu sagen, sondern das Ding nennt sich wirklich Geiranger. So nennen die das hier in Norwegen selber. Das ist richtig. Ja, wir trinken gerade unser lecker Tee Und Kaffee. und Kaffee. Kaffee aus der Speicherstadt, Tee aus, keine Ahnung woher. Ja, das wird schon irgendwo Aus herkommen. dem Supermarkt. Ja. Und wie gesagt, einfach nur schön. Es ist gerade bewölkt und ihr seht, Ja, das. wie hell es ist. Also Also es wurde angesagt, bewölkt den ganzen Tag bei 9 Grad. Also ganz ehrlich, bei 9 Grad würde ich hier draußen nicht sitzen. nee, wir haben wohl mindestens 14, wenn nicht 15 Grad und das ist hier echt angenehm. Jetzt Ja. kommt wieder ein Hubschrauber zurückgeflogen. Keine Ahnung, was der für einen Auftrag hier hat, dass es Naja, so machen laut ist. Rundflüge wahrscheinlich. Können die das nicht woanders machen? Relativ nah dran, würde ich sagen. Wir werden es wahrscheinlich gleich sehen. Ja, da ist er. Also ist sehr, sehr hoch ist er. Ich denke mal, man sieht es auch durch das Netz durch. Es sind auch wieder zwei Kreuzfahrtschiffe heute Morgen da. Einmal ein Schiff, das weiß ich gerade nicht, das blende ich euch dann ein. Und das andere Schiff Das ist ist das ZDF Traumschiff. Traumschiff, Genau, die Amadea. von Phoenix Reisen. Morgen kommt die Atania. Das wissen Genau. wir auch schon. Ja, auf dem Schiff selber, auf der Amadea, ist aber jetzt kein, wie nennt sich das? Kapitän oder Kreuzfahrtdirektor, den man kennt. Aber morgen auf der Atania, da kennen wir zwei Leute. Genau, die man dann auch aus diesen Fernsehserien da kennt. Genau, folgt noch mehr. Gut, dann war es das erstmal. Wir wollen nur in Ruhe unseren Kaffee und Tee trinken. Und ja, Wir hören dann, uns später. genau. Bis dahin. Ja, ihr Lieben, jetzt sind wir angekommen am ZDF Traumschiff. Genau, ja, lass mal kurz die Melodie ein. Ja. Ich glaube, 10 Sekunden darf man immer nur machen. Wenn Wir das wissen geht. jetzt auch, wie das andere Schiff heißt. Also, wir können das euch jetzt mal sagen. Es ist die Zenit. Ich habe es euch zwar eingeblendet schon, aber ich sage euch, das ist die Zenit, die steht da hinten. Also, die steht näher dran. Und das, wie gesagt. Da sind viele Italiener drauf. Sehr Jubeltrubel da Ja. gerade im Gairanga. Jubel, Also. Trubel, Heiterkeit. Da Genau. sind wir nicht für Heiterkeit bereit. Auf jeden Fall die Amadea. Wie heißt der? Florise Silbereisenkapitän ist noch nicht drauf. Der kommt ja erst später irgendwann. Das kann sein, ja. Und keine Ahnung, was hier für eine Tour machen, aber echt geniales Wetter haben wir hier. Ja, wir können Also. euch auch mal hier die Landschaft noch mal zeigen. Ich drehe mal die Kamera. So, einmal noch mal den Spot gewechselt und die Kameraeinstellung. Genau. Wir sind jetzt 10 Meter weiter nach rechts gelaufen und schon Da kommt die Fähre. die Fjord 1 wahrscheinlich. Aber schaut euch mal bitte diese Kulisse an hier. Und das bei dem Wetter. Also. Also, Leute, ich kann nur sagen, fahrt hierher, schaut euch das selber an, einfach nur genial. Und entweder als Camper oder ihr macht halt diese falsche Kreuzfahrt-Variante da mit dem Schiff. Ja, genau. Die einzig wahre Kreuzfahrt-Variante ist mit dem Kreuzfahrt-Bulli und nicht mit dem Kreuzfahrtschiff, aber Wobei wir auch zugeben müssen, wir haben halt unsere erste Reise auch mit dem Kreuzfahrtschiff hierher gemacht. 2017 mit der MSC Preziosa. 4.250 Mann knapp an Bord. Da ist die Crew noch nicht mit eingerechnet, das waren auch nochmal 1.700. Also wenn das auf einmal alles aussteigt, dann ist hier Chaos. Ja, die Fähre ist auch gut voll, die Fjord 1. Ja, es kann sein. Mal sehen, ob ich es nochmal ranholen kann. Weiß nicht, ob man es sehen kann. Also ich sehe es und damit reicht es. Also ihr müsst mir schon glauben. Ja. Hier oben, da ist die Adlerstraße. Diese Serpentinen da hoch. Ja, die fahren wir ja morgen. Die fahren wir morgen noch. Von dort hat man eine super Aussicht. Ja, müssen wir mal sehen, ob wir die morgen zeigen können oder ob es halt dort
etwas voll ist oder sowas. Das müssen wir dann mal sehen. Ja, morgen sind wieder zwei Kreuzfahrtschiffe da. Also, wir sind mal gespannt. Aber es ist ein Blick hier zum Verweilen. Von daher, wir werden noch mal weitergehen. So, ist ein bisschen lauter. Aber schöner, genau. Wir haben noch einen Moment an dem anderen Platz verweilt und sind jetzt hierher, sind hier die Stufen rauf marschiert. Recht anstrengende Sache. Aber ganz ehrlich, es lohnt sich. Das lohnt sich eindeutig. Wir zeigen euch mal ein bisschen was. Genau. Also, das ist erstmal die Aussicht, kann man ja wohl gar nicht so sagen. Da unten natürlich unser Campingplatz. Ich weiß nicht, ob man unser Bulli sieht man. Das mit dem Zelt dort. Mit dem Pavillon, also jetzt genau mittig drinne. Wir haben keine Nachbarn mehr. Genau, wir sind jetzt alleine. Aber vor uns steht wieder einer. Ja. Aber guckt euch bitte mal den Ausblick an. Also wirklich. Und dann, was ja die ganze Zeit hier Krach macht. Schaut euch das mal an. Hier ist ein tosender Wasserfall neben dem nächsten. Es ist so wahnsinnig, was die Natur für eine Kraft hat. Wir können ja noch mal gucken, ob ich zur anderen Seite komme. Kleinen Moment. Ein Hotel. Nach unserem Kenntnisstand ist immer die Königin von Norwegen hier. Genau, die steigt hier ab sozusagen. Ja, hier fängt das Ganze an, das Spektakel. Geht da runter. Ja, fließt dann irgendwann halt in den Fjord. Einfach nur schön. Ja, und wenn man jetzt mal ganz oben dahin guckt, mal sehen, ob ich es ranholen kann. Ist halt ein bisschen verschwommen. Genau, also da beginnt das Ganze. Das kommt oben aus dem Bergsee. Aus diesen Bergseen, die ihr schon von den Drohnenaufnahmen eigentlich kennt. Da kommt das Ganze her, das Wasser. Ja, und endet halt hier im wunderbaren Geranga-Fjord. Genau. Türkisfarbenes Wasser. Total klar. Glasklar. Ich weiß nicht, ob man es sehen kann. Vielleicht können wir hier nochmal reinzoomen. Schaut es euch an. Es ist glasklares Wasser. Schmelzwasser. Kommt halt auch aus den Gletschern, die halt weltweit schmelzen. Schade zwar darum, aber die machen natürlich hier, speisen natürlich auch mit Sicherheit einen Teil dieses Flusses mit. Jo, wir gehen erstmal weiter. So, wir sind wieder auf unserem wunderbaren Platz in unserem
geschützten Bereich und haben lecker Obst gegessen, haben jetzt gerade eingekauft, wollen heute Abend nämlich grillen. Ja, und jetzt ist es, glaube ich, 1. Ja. Haben also noch eine gute Weile vor uns, werden aber völlig chillaxen, weil heute liegt auch nichts mehr an. Haben eigentlich alles gesehen, was man hier sehen kann. Ne? Wir waren Richtung Schiff, wir waren hinten am Wasserfall und den Rest kannten wir alles von unserer Preziosa-Tour. Preziosa-Tour. So. Jetzt heißt es relaxen. Das muss auch mal sein. Völlig chillaxen. So, ich nehme schon mal die Grillzange in die Hand. Genau, da steht der Grill. Genau, man sieht ihn ja. Man sieht alles hier. Genau. Irgendwie. Ich bin ja relativ am Ende hier. Ich bin so. Aber ich bin noch drauf. Ja. Ja, der stinkende Franzose ist weg. Jo, der hat aber auch gequalmt, dieses Kreuzfahrtschiff. Die Zenit. Wahnsinn. Aber ja, wir haben gedacht, wenn der stinken kann, dann stinkern wir jetzt auch mit. Wir haben lecker Hähnchen, lecker Schweinefleisch. Für Stefan noch einen Salat, den haben wir hier. Und er kriegt den guten Rotwein. Da ist ja noch was über, also ich trinke ja nicht eine ganze Flasche, das wäre nicht so viel. Und weil nur Rot, das geht nicht, deshalb gibt es noch den weißen, den Cuvée Blanc, den genau. Trinke ich. Ja, wir lassen uns jetzt gut gehen. Mit was fangen wir an? Erzähl. Schwein? Mit Schwein fangen wir an. Schweinefleisch. Schwein muss man haben und das haben wir. Und deshalb sagen wir jetzt auch schon mal... Guten Hunger. Guten Hunger. Nach einem zünftigen Mahl, wir haben lecker gegessen, lecker gegrillt, haben wir natürlich auch abgewaschen und nach dem Abwaschen ist es natürlich auch ganz wichtig, eine Datensicherung zu machen. Der Marcel ist so fleißig und macht die Datensicherung, damit wir auch Videos haben, die wir euch präsentieren können. Ja, wir haben schon mal ein paar Sachen gesichtet, sieht ganz gut aus, sieht ganz nett aus. Von den Drohnenaufnahmen gestern, da hatten wir ein kleines Malheur, dass die Drohne erst die Verbindung zur Funkfernbedienung verloren hatte. Aber alle Daten sind da, alles ist gut gegangen. Die Drohne ist automatisch zum Ausgangspunkt zurückgekehrt und ich habe sie dann gefangen, also von daher alles gut. Wir werden uns jetzt noch gleich einen Film anschauen und dann heißt es für uns auch schlafen gehen, denn wir wollen morgen früh wieder starten. Es geht nämlich zur Atlantikstraße. Und werden hoffentlich da auch noch ein paar schöne Drohnenaufnahmen machen können und auch ein paar andere Videoaufnahmen. Das müssen wir einfach mal ausprobieren. Gesundheit, wer es auch immer war. Von daher bleibt mir nichts anderes als zu sagen, gute Nacht und bis morgen.